Hallo miteinander, ich begrüße euch ganz herzlich zu der Teilproduktion-Reportage vom Fan-Treffen in Sieblingen. Am Tag der Arbeit und somit am 1. Mai hat das Hoffest- und Fan-Traktorentreffen im Rosenacker Sieblingen stattgefunden. Ab 11 Uhr hat es etwas zu essen und etwas zu trinken gegeben und ab 13:30 hat man Alphorn hören. Außerdem hat es eine Preisverleihung gegeben für den schönsten Traktor, der dort gestanden ist. Ab 15:30 hat es noch eine Hofführung gegeben und natürlich sind ein Haufen Fan-Traktoren dort gestanden, die man konnte bewundern. Und auch Kinder konnte man ohne schlechtes Gewissen mitnehmen, denn auch für ihre Unterhaltung war gesorgt. Leider sind nicht alle Besucher mit dem Traktor angereist und so hat es vom einen oder anderen geheissen. Es konnte mehr Traktor haben, sonst ist ja alles tipptopp. Ja. Die Verpflegung ist gut. Ja. Schade, dass nicht mehr da sind für den Aufwand. Trotzdem ist das Fazit der meisten Besucher sehr positiv ausgefallen. Wieso sind Sie heute an das Fan-Treffen gekommen? Weil unsere Kinder Traktoren begeistert sind. Also wir haben auch einen Fan. Natürlich, wir haben auch einen Fan, ja. Genau. Ja, und darum ja, sind wir da. Sind Sie ja da. Haben Sie ein Fazit vom heutigen Tag? Ist super gewesen. Genial, ja. Wunderschön. Das Wetter hat sogar mitgemacht, genau. Ja. Das war gut gewesen. Was ist Ihr Bezug zu diesem Fan-Treffen hier? Also ich bin ein totaler Fan von Stunde an. Wir haben im 71 den ersten Fan auf den Betrieb bekommen oder gekauft. Und seitdem bin ich totaler Fan. Und habe heute die Zeitung gelesen. Und ich fand, ja, mal, da gehe ich hin. Haben Sie da irgendeinen Liebling von diesen Fan-Traktoren? Das sind eigentlich alles meine Lieblinge. Ja. Und das ist für meinen eigenen Gott da vorne zu. Sie sind der Veranstalter von dem Fan-Treffen, ist das richtig so? Ja, das ist richtig so. Wie viele Leute haben Sie erwartet? So viele oder eher weniger, mehr? Ich habe so viele Leute erwartet, an und für sich, aber jetzt haben wir so schlecht Wetter gehabt in den letzten paar Tagen und haben heute Wetterglück, also die Leute sind gekommen und wir haben nicht ganz so viele Leute erwartet nach dem gestrigen Tag. Also da ist Wasser überall, die Strassen runtergelaufen und es war schlimm gewesen und ich habe ein bisschen Angst gehabt und jetzt bin ich natürlich... Jetzt bin ich ein happy, weil es sind viele Leute gekommen, die Festwirtschaft ist voll. Ja, ja. Da sind wir so jetzt. Grosse Erleichterung. Haben Sie auch gerade einen Lieblingstraktor von der Fenta oder? Ja, es hat einen Liebling. Er steht auf den hinteren Beinen. Also das ist, für heute ist das ja mein Liebling. Ja. Ja. Wieso haben Sie so ein Treffen veranstaltet? Ja, das ist noch eine interessante Frage. Also, wir haben ja das Fest immer, alle zwei Jahre. Wir haben schon die Handmäher von Herisau haben wir schon da gehabt. Wir haben schon die verrückten Motormäherrennen haben wir schon da gehabt. Wir haben schon Westernreiten haben wir schon gehabt, sogar von der springenden Kuh. Wir haben schon vieles ausprobiert und jetzt haben wir gedacht, ja, da wäre mal etwas mit dem Traktor, mit den Traktoren, wir fahren die Marke. Und wissen, dass das in anderen Kantonen gut läuft. Im Kanton kennt man sie eher weniger. Und wir haben gedacht, jetzt probieren wir es mal. Mhm. Und jetzt ist einfach rausgekommen, weil wir es im Kanton Schaffhausen ein bisschen weniger kennen. Haben vielleicht noch einige Themenschwellen gehabt, um mit dem Traktor kommen. Sie sind mit dem Auto gekommen, sind schauen. Und ich glaube, wenn da wieder einmal wäre, dann kommen die auch mit dem Traktor. Mhm. Hallo miteinander, das war das Video zum Fan-Treffen in Sieblingen. Mal wieder eine Reportage und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns Anfang oder Mitte August wieder. Da kommt ein Musikvideo vom USG-Treffen in Trasadingen. Und Mitte August sind wir
Da haben wir vor, auf Köln zu gehen, an Video Day 2014, das ist das grösste YouTuber-Treffen von Europa. Und von dem gibt es dann eventuell auch noch ein kleines Video. Also bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und ciao miteinander.